Leute, hier ist Alicia und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SSO Again. Ich möchte kurz anmerken, dass mein Internet in der neuen Wohnung noch nicht so gut ist, weswegen die SSO Again Folgen oder allgemein die Folgen wahrscheinlich erst immer etwas später online sind auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr könnt mir das aber verzeihen und ich hoffe auch, dass sich das in Zukunft ergeben wird, dass ich besseres Internet habe. Ich lasse momentan immer nachts den PC laufen, was mir auch nicht gut kommt. Ich habe immer ganz schlimme Kopfschmerzen jetzt am nächsten Morgen und über den ganzen Tag und ich muss mal gucken, wie ich das in Zukunft noch mache, bis das Internet besser wird. Ich werde nachher grüßen. Die Grüßeliste ist immer noch voll, aber ich werde die Grüße jetzt hinten anschließen und wir stehen gerade bei Herr Campbell. In der Nähe vom Weingut auf den Everwind-Ölfeldern. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. So, soll ja nicht zu lang werden. Herr Campbell. Hm? Gut, gut. Was haben wir denn hier? Wir treffen uns also wieder. Also, um ehrlich mit dir zu sein, ich bin nicht sehr glücklich, dich wiederzusehen. Du hast meinen Plan, deinen kleinen Stall zu vernichten und meine Häuser zu bauen, wirklich ruiniert. Hast du eine Ahnung, wie viel Geld ich wegen dir verloren habe? Alles ist deine Schuld. Hast du vor, noch mehr zu zerstören? Ja, das haben wir vor. Dieses Öl gehört mir und nur mir. Niemand wird mich daran hindern, hier nach Öl zu bohren. Auch nicht du. Also nimm dein dummes Pferd und hau ab. Ich will dich nie wiedersehen. Tja, das werden wir ja noch sehen, ob das hier dein Öl ist. Wir reiten jetzt erstmal zurück zur Baroness. Vielleicht kriegen wir dann in Zukunft bei Herr Campbell noch was zu tun. Wie ihr sehen könnt, Wildbar ist schon Level 14. Ich bin immer noch Level 7. Ich habe nicht wirklich viel gemacht. Ihr seht auch, ich habe mich nicht wirklich um Wildbar kümmern können. Und, oder gekümmert, kümmern können schon. Ich habe nur am Fort Pinter Strand noch die Quest gemacht, ein bisschen. Und habe mir noch diese Gamaschen gekauft. Dann habe ich mir den Cowboy-Hut hier noch gekauft, ne? Und ansonsten habe ich noch. Ne, das T-Shirt hat man durch eine Quest bekommen. Ich glaube, sonst habe ich gar nichts mehr gemacht, ne? So, also ihr habt nicht wirklich was verpasst. Die Story spielen wir zusammen durch. Genug gequatscht. Ich bin mir sicher, dass sie dich unten beim Pferdesportcenter brauchen. Okay, die Baroness hat gesagt, wir sollen zum Pferdesportcenter. Dann reiten wir jetzt dahin. Du bist zurück? Super, wir brauchen dich dringend. Es gibt eine Menge zu tun. Ja, so viel zu. Es gibt eine Menge zu tun. Okay. Das war's dann ja anscheinend hier erstmal wieder, oder? Gucken wir nochmal auf die Karte. Am Weingut ist erstmal nichts mehr zu tun. Okay, dann fahren wir jetzt zurück nach Moorland. Und gucken wir mal. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, es geht bei Mr. Campbell weiter und am Weingut. Aber naja, gut, kann man nichts machen. Ich spule das Ganze mal ganz kurz vor. So, und dann wären wir auch schon an der Brücke angekommen. Der Baumeister Donald steht hier. Halt, stopp! Du kannst nicht über die Brücke reiten. Puh, gut, dass ich dich aufhalten konnte. Das hätte richtig schief gehen können. Bist du auf dem Weg in die Erntefeldprovinz? Leider ist das gerade nicht möglich. Wieso? Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass die Brücke kaputt ist. Der letzte Winter hat sie vollkommen zerstört. Das Eis hat die Brücke morsch gemacht und große Teile sind herausgebrochen. Die gute Nachricht ist, dass ich hier bin, um die Brücke zu reparieren. Bald wirst du die Brücke also überqueren können. Ich bin Baumeister Donald. Wer bist du? Schön, dich kennenzulernen, Alicia. Wie lange es dauern wird? Ja, also um ehrlich zu sein, kann das schon ein wenig dauern. Ich wusste nicht, dass die Brücke so hoch ist. Ich habe große Probleme mit der Höhe, musst du wissen. Die Schäden der Brücke zu inspizieren fällt mir also nicht leicht. Du kannst das machen? Wie nett von dir. Reite los und berichte mir dann, wie schwer die Schäden wirklich sind. Ja, okay. Machen wir. Hallo Isabella. Ich bin gerade am Questen, sorry. Zu der Frage, mich fragen immer wieder Leute, kann ich mit deinem Account irgendwie befreundet sein auf Alicia Greenpolos oder Snowdaughter? Das können wir natürlich sehr gerne sein, das sage ich jedem. Allerdings, wenn meine Freundesliste voll ist, dann ist die einfach voll, weil ich möchte einfach keinen löschen. Weil wenn ich jemanden von meiner Freundesliste lösche, ist derjenige traurig, dass ich ihn gelöscht habe. Und auch zu Recht. Und derjenige ist dann vielleicht auch sauer auf mich.
Und deswegen lösche ich einfach keinen anderen Spieler, um irgendjemand anders auf die Freundesliste aufzunehmen oder so. Das ist einfach unhöflich. Das macht man einfach nicht. Und wenn ihr mir eine Freundschaftsanfrage schicken könnt und ich die dann annehmen kann, dann mache ich das auch immer. Da ist bei mir halt, wer zuerst kommt, kommt den Platz. Da kann ich auch nichts vorreservieren, weil ich finde, das klingt ultra arrogant, wenn man eine Warteliste für, also eine Warteliste dafür hat, dass man auf die Freundesliste kann. Wie klingt das denn? Also ich persönlich finde das ziemlich, also nee, dafür habe ich kein Verständnis. Ein Club ist was anderes, aber für die Freundesliste braucht man echt keine Warteliste. So, haben wir inspiziert? Wie sieht's aus? Eieiei, das scheint eine Menge Arbeit zu sein. Fehlende Bretter, Balken, die befestigt werden müssen, Fugen, die verrottet sind und dann wackelt auch noch alles. Wie soll ich das nur machen, wo ich mich doch nicht einmal auf die Brücke traue? Du willst helfen? Oh, danke, wie nett von dir. Ja, Donald, machen wir gerne. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Wenn wir die Brücke reparieren, dann kann ich auch endlich nach Hause nach Jarlaheim. Ich war seit letztem Winter nicht mehr zu Hause. Warum ich nicht die Fähre genommen habe? Ach, ich habe Angst vor Boden. Tiefe Gewässer sind auch nicht meine Spezialität. Gut, dass ich hier eine Dusche habe. Ich hätte mich nie in eine Badewanne getraut. Der Donald hat schon so seine Probleme. Jetzt wollen wir jedoch die Brücke reparieren. Gucken wir uns doch mal den Plan der Brücke an. Dann wissen wir, wie sie gebaut wurde. Gute Idee, oder? Findest du auch? Gut. Schau nach, ob du ihn in meinem Lastwagen finden kannst, Alicia. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber irgendwo wird er schon sein. Komm dann zu mir und wir beginnen mit der Reparatur. Okay, machen wir. Hast du den Plan gefunden? Hast du? Gut, dann fangen wir jetzt an. Okay, Reparatur der Brücke. Hier kannst du den Fortschritt der Reparatur der Brücke begutachten. Wenn der Stapel voll ist, ist die Brücke fertig. Viel Erfolg! Okay. Dann schauen wir uns diesen Plan mal an. Was glaubst du, Lisha? Wo sollen wir anfangen? Mit dem Brückenboden? Ja, das hört sich gut an. Wenn es keinen Boden gibt, dann kann man auch nicht in die Erntefeldprovinz gelangen. Okay, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass ich die Bretter vergessen habe. Oder eigentlich habe ich sie nicht vergessen. Aber sie lagen so hoch oben im Regal, dass ich mich nicht auf die Leiter getraut habe. Die gute Nachricht ist, dass ich alle Maschinen habe, um eigene Bretter zu machen. Gut, oder? Sie standen im Lager auf dem Boden, also habe ich sie einfach mitgenommen. Sägemaschine, Hobelmaschine und Imprägniermaschine. Alles im Lastwagen. Sie sind noch nicht montiert. Nimm diese Werkzeugkiste und montiere die Maschinen. Komm dann zu mir zurück. Ach, ich finde das immer sehr lustig. Wir als SSO-Spieler sind ja eigentlich alle sehr jung. Und wir kriegen dann immer solche Aufgaben. Ne? Ich meine, ich habe in dem Alter noch keine Brücke zusammengebaut. Und auch im jetzigen Alter habe ich noch nie eine Brücke gebaut. So, Maschine montiert. So. Das hätten wir. Lassen wir Wildboy da mal eben stehen. Gut gemacht, Alicia. Jetzt sind die Maschinen fertig und wir können Bretter für die Brücke machen. Gut, dann können wir ja jetzt anfangen, Alicia. Ich kann schon fast den Duft von Jarlaheims Hafen riechen. Auf zur Arbeit! Jetzt brauchen wir nur noch Baumstämme, aus denen wir Bretter machen können. Wo ich Baumstämme habe? Ich glaube, ich habe die vergessen. Weißt du, wo es hier in der Nähe gute Baumstämme gibt, Alicia? Beim verlassenen Garten, der auf dem Weg nach Morlin liegt, gibt es solche Baumstämme? Hört sich gut an. Aber sie müssen auch von guter Qualität sein. Hol mir mal so einen Stamm, sodass ich ihn inspizieren kann, Alicia. Okay. Wahrscheinlich muss ich dann Wildboy mitnehmen, weil ich das ja selber nicht tragen kann. So, Wildboy. Auf geht's. Dieser Stamm sieht sehr gut aus. Lass mich ihn etwas genauer inspizieren. Daraus wird man gute Bretter machen können. Genau den brauche ich. Die Handbremse meines LKWs ist ganz schlecht, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn ich ihn den vor die Räder meines Wagens lege, dann kann er nicht mehr einfach wegrollen. Dein Ernst jetzt? Wie auch immer, gut gemacht. Ah, okay.
So, ich denke allerdings, dass ich jetzt hier einen kleinen Cut mache. Ich grüße noch ganz kurz von ein paar Leuten. Die Grüßeliste ist immer noch voll. Und zwar grüßt die Pia Stoik, die Pia Longborn, YouTube Dina Sunfield und die Pia Catbrook. Clara Queentree grüßt die Lola Queenhill, Dina Sunfield und die Rain. Sie hat geschrieben Rain Maun, aber ich denke, das waren die Rain Mains, die gemeint waren. Dann haben wir noch Pia Stoiks Bruder, der grüßt nachträglich zum Geburtstag. Und zwar hatte die Pia Stoik am 2.6.2015 Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und Daydreamer grüßt die Bella Oldbrook, die Julia Sunweb und die Alpha Hawks. Und damit werden die nächsten Grüße raus. Die Grüßeliste ist immer noch voll. Ich kann keine neuen Grüße annehmen. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende. Und bis dahin, eure Alicia.